Vers 15. Der gleiche Mahavishnu erschuf Vishnu aus seiner linken Körperhälfte, Brahma, den Urschöpfer, aus seiner rechten Körperhälfte und aus der Stelle zwischen seinen beiden Augenbrauen ließ er Shambhu, die göttliche männliche Lichtgestalt, hervortreten. Erläuterung: Der göttliche Purusha, der im Milchozean liegt, derselbe, der alle individuellen Seelen denkt, ist Sri Vishnu. Hiranyagarbha, Brahma, das Samenprinzip, ist eine Emanation des höchsten Herrn und ist der urerste Schöpfer, der sich aber vom vierköpfigen Brahma unterscheidet. Der gleiche Hiranyagarbha ist der Ursame der Schöpfungsenergie eines jeden Brahma, der zu jeweils einem der unzähligen Universen gehört. Die göttliche männliche Lichtgestalt, Shambhu, ist eine vollständige Emanation seines Prototyps Shambhu, jenes Shambhu also, der das urerste göttliche männliche Zeugungsorgan symbolisiert und dessen Wesen bereits beschrieben wurde. Vishnu ist eine integrale Emanation Mahavishnus. Folglich ist er der große Herrscher aller anderen Herrscher, der Stammvater Brahma. Und Shambhu sind abgesonderte Teile Mahavishnus. Sie sind somit Götter mit bestimmten, ihnen übertragenen Aufgaben. Da Vishnus eigene Kraft sich auf der linken Seite Gottes befindet, erscheint er aus der linken Hüfte Mahavishnus, aus der reinen Essenz seiner spirituellen Chit-Kraft. Vishnu, Gott selbst, ist die lenkende Überseele im Inneren jeder individuellen Seele. Er ist jener Aspekt Gottes, den die Veden als daumengroß beschreiben. Er ist der Versorger. Die Karmis, die Elevationisten, Fußnote 14, Menschen, die danach streben, sich zu erheben, das heißt, eine bessere Position auf der Erde oder auf den himmlischen Planeten zu erlangen. Die Karmis, die Elevationisten, verehren ihn als Narayana, den Herrn aller Opferungen. Und das Ziel der Yogis ist es, ihre Identität durch meditative Trance mit ihm in seiner Form als Paramatma zu verschmelzen.